Ja, hallo, hier ist Angela von Menschen-Tiere-Pandemien und wir haben ja auf unserer Seite auch ein bisschen was zu dem Thema, dass die Artenvielfalt auch dazu beiträgt, dass wir vor Pandemien so einen gewissen Puffer, so einen gewissen Schutz haben. Und jetzt habe ich neulich einen super interessanten Vortrag gehört von Martin Müller von Landwirtschaft Jetzt und da habe ich mir gedacht, wäre vielleicht ganz interessant, wenn wir den mal befragen, ob er uns auch was dazu erzählen kann, wie die Landwirtschaft mit der Artenvielfalt zusammenhängt. Ja, Martin, dann erzähl mal ein bisschen was über dich, was du so machst und was dich dazu motiviert. Ja, hallo. Genau, also ich bin eigentlich studierter IT-Berater, aber auch seit 7 Jahren vegan und deswegen sehr interessiert an den Themen, auch jetzt in Verbindung mit der Umwelt, mit der Umweltzerstörung. Und genau, habe mich dann jetzt vor 2,5 Jahren viel intensiver mit dem Thema beschäftigt, vor allem Klimawandel und Tierhaltung und jetzt zuletzt eben auch Tierhaltung und Verluste an Biodiversität. Und genau, wollte einfach wissen, wie so die Zahlen, Fakten sind, wie hoch sind die Anteile jeweils von Klimawandel und Anteil der Verluste der Biodiversität bezogen auf die Tierhaltung und habe mir da Studien angelesen, angeeignet, habe eigene Rechnungen angestellt und bin dann zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Genau, und bezüglich des Klimawandels, da gibt es ja verschiedene Arten von Studien. Insgesamt habe ich mir 6 angeschaut und die bekannteste ist die von der FAO. Das ist die Organisation von der UN zur Bewertung von Landwirtschaft und Tierhaltung. Und dort kommt man auf 14,5% an den Treibhausgasen und geht bis zu 87% bei anderen Studien. Und dann habe ich halt selber nachgerechnet, geschaut, wie plausibel sind die Zahlen und bin dann letztendlich bei einer Oxford-Studie gelandet, die bei 28% steht und fand die als am validesten für den Bereich. Und bei der Biodiversität, was ja auch ein sehr, sehr großes Problem ist, manche Wissenschaftler sagen, dass es vielleicht noch größer ist als ja, der Klimawandel bezogen auf den Fortbestand der Menschheit. Da ist es wesentlich schwieriger zu quantifizieren, weil die Ursachen viel unterschiedlicher sind. Ich habe aber festgestellt, dass sich ein paar Ursachen herauskristallisieren. Und die Hauptursache tatsächlich für den Verlust der Biodiversität ist der Verlust an Lebensräumen für Tiere. Und da wiederum ist die Tierhaltung maßgeblich. Also 76% der Flächenumnutzungen findet für die Tierhaltung statt weltweit. In Deutschland ist die Größenordnung vielleicht ein bisschen geringer, aber ähnlich hoch. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis dafür, dass die Tierhaltung eigentlich gerade für den Verlust der Biodiversität einer der Haupttreiber ist. Neben anderen Faktoren, also die Massentierhaltung natürlich auch. Ja, also die Tierhaltung an sich, Verlust der Lebensräume für Futtermittel, Anbau, für Weidehaltung, das ist eigentlich so der Haupttreiber. Genau, also das ist also die Umnutzung von Land ist einer der Problempunkte, aber die Tierhaltung bietet noch viele andere Probleme. Also natürlich auch den Einsatz von Pestiziden, der sehr stark ist. Das ist ein weiterer Einflussfaktor. Dann auch die Emissionen der Tierhaltung, jetzt nicht nur in Sicht auf die Klimagase, sondern auch eutrophierende Substanzen, also beispielsweise Stickstoff und Phosphor, die dann abfließen in die Meere oder in die Seen, Flüsse, die dort die Artenzusammensetzung zerstören und stören. Dann natürlich aber auch Themen wie der Wildtierhandel, das heißt, wenn Wildtiere aus ihren Habitaten herausgenommen werden und dann in andere Lebensbereiche eindringen, dann kommt es eben auch zu Störungen der Zusammensetzung der Arten. Und das kann dann eben auch zur Verlust der Biodiversität führen. Und interessanterweise sind Verlust an Biodiversität und Klimawandel sehr stark verbunden. Also sie sind sich selbst verstärkende Problembereiche. Das heißt, einerseits der Klimawandel
facht auch wieder den Verlust der Biodiversität an, beispielsweise wenn es trocken wird in bestimmten Regionen, dann gehen natürlich Lebensbereiche verloren. Bestes Beispiel ist der Regenwald beispielsweise. Und andererseits, die Biodiversität zahlt auch wieder auf den Klimawandel ein, indem ja zum Beispiel Ökosysteme zusammenbrechen und dadurch dann die Möglichkeit genommen wird, aus der Luft CO2 zu sequestrieren. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, dass die Artenvielfalt auch Einfluss auf den Klimawandel hat. Das ist mir auch bei deinem Vortrag das erste Mal so deutlich geworden. Genau, es ist also sich ein selbstverstärkender Prozess, also ein positiver Feedback-Loop letztendlich. Je stärker das eine ist, desto stärker verändert sich der andere Problembereich und das verstärkt sich dann wiederum selber. Ich habe auch erst kürzlich gelesen, dass also es gibt ja den IPCC, das ist der Bericht des Weltklimarats, und dann gibt es IPBS, das ist der Weltbiodiversitätsrat. Und die bringen beide getrennte Berichte heraus. Und in Zukunft soll es gemeinsame Berichte geben, weil diese beiden Bereiche sehr stark miteinander verzahnt sind. Ja. Okay, das ist ja spannend. Was würdest du den Menschen empfehlen, wenn sie sich über diese Themen informieren wollen? Es ist ja manchmal so, dass wir im Gespräch sind mit Menschen aus der Landwirtschaft und dass dann so zwei Welten aufeinanderprallen und dass die sich dann auf den Schlips getreten fühlen und erzählen, ja, wir fördern ja die Artenvielfalt. Und dann haben diese Menschen im Hinterkopf, ja, ich hatte eher gehört, dass die Landwirtschaft einen schlechten Einfluss hat. Was würdest du diesen Menschen empfehlen, wo sie sich informieren können? Ja, es gibt verschiedene Quellen im Internet. Natürlich meine Seite zum Beispiel, landwirtschaft.jetzt, dort kann man sich informieren und da kann man dann auch weiter tiefer einsteigen. Also alles, was dort beschrieben ist, basiert auf wissenschaftlichen Studien. Natürlich kann man sich auch die Berichte vom IPBS anschauen. Das ist dann wirklich sehr umfangreich. Also es sind tausende von Seiten an Reports. Das sind sehr gute Berichte dann ja, im Internet. Es gibt ja Bund Naturschutz oder ja, solche Vereine, Organisationen, die auch das Thema angehen. Die Landwirtschaft in sich, ist per se nicht schlecht, also für die Biodiversität. Es kommt darauf an, wie man sie durchführt. Und die aktuelle Form der Landwirtschaft ist eben extrem schädlich aufgrund dieses hohen Anteils an Tierhaltung. Aber die Landwirtschaft an sich kann sehr ökologisch betrieben werden. Natürlich, also zum Beispiel die ökologische Landwirtschaft nutzt keine Pestizide oder keine dedizierten schädlichen Chemikalien zumindest. Hat auch nicht diesen hohen Flächeneffizienzdruck, den die konventionelle Landwirtschaft eben durchführt. Und die konventionelle Landwirtschaft ist auf diese hohe Flächeneffizienz getrimmt, weil eben wir so viel Biomasse benötigen, um unsere sogenannten Nutztiere zu füttern und wachsen zu lassen. Und der wichtigste Beitrag, den jeder individuell leisten kann, ist natürlich, die konsumtierischen Produkte zu reduzieren oder auf null zurückzufahren, im besten Fall. Und das wäre natürlich auch die Forderung der Politik, eine Landwirtschaft zu entwickeln, die pflanzenbasiert ist und weg von der Tierhaltung und zusätzlich auch ökologisch. Das ist aber auch noch nicht alles. Also zusätzlich muss dann, weil ja dann sehr viele Flächen frei werden, dann diese Ökosysteme wieder aufgebaut werden, indem man sie zum Beispiel wieder renaturiert, in Wälder zurückverwandelt oder in Moore oder in sonstige biodiverse Ökosysteme. Also diese Bereiche müssen ineinander verzahnt werden und dann könnte daraus zum einen eine Wiederbelebung der Biodiversität erfolgen, ein Stopp des Verlusts der Arten, und gleichzeitig könnte man den Klimawandel extrem stark entgegenwirken, weil dann wieder Kohlenstoffsenken geschaffen werden, die CO2 sequestrieren aus der Atmosphäre.
Jetzt hast du ja gesagt, dass eine ökologische Landwirtschaft weniger negativen Einfluss hat auf Klima und Artenvielfalt. Was würdest du denn sagen zum Thema Biotiere, also Biofleisch, Biomilch, Bioeier? Sind die jetzt besser als normales Fleisch oder was ist da deine Einschätzung? Das muss man differenziert betrachten. Bezogen auf die Biodiversität ist es geringfügig besser, weil beispielsweise die Tiere dann auf der Weide sind und dort eben nicht so stark auch eingewirkt wird auf die Flächen. Im Bereich Klimawandel ist es tatsächlich so, dass Biotierhaltung sogar schlechter ist als konventionelle Tierhaltung. Das hat den Grund, dass eben Biotiere oder Biotierhaltung mehr Flächen benötigt und dann eben weniger Kohlenstoffsenken wieder zur Verfügung stehen für die Sequestrierung von CO2. Dann sind Tiere in der Biotierhaltung weniger effizient. Das heißt, sie wachsen langsamer, sie müssen länger am Leben erhalten bleiben, bis sie dann getötet werden und dadurch braucht man eben mehr Ressourceneinsatz für die Tiere. Das heißt, man muss mehr füttern. Und dann ist zum Dritten bei den Wiederkäuern der Fall, dass dort eben verstärkt also Gras oder Heu eben verfüttert wird. Und das führt dann zu einem verstärkten Methanausstoß bei den Wiederkäuern. Und bei Kraftfutter, also bei Soja beispielsweise, wäre dieser Methanausstoß eher reduziert. Deswegen ist die Biotierhaltung prinzipiell eigentlich eher schlechter für das Klima. Ja, also wir von Menschentiere-Pandemien empfehlen natürlich auch allen eine pflanzliche Ernährung aus den verschiedensten Gründen. Wir kommen jetzt mehr so aus der, also schwerpunktmäßig mehr so aus der Zoonosen-Richtung. Und ich finde es so sehr interessant, wie viele Menschen es da draußen gibt, die sich mit den unterschiedlichsten Themenfeldern beschäftigen und dass wir da so einen Überlapp haben. Ja, dann danke ich dir vielmals für die Zeit, die du hier für uns investiert hast und dann würde ich sagen, wenn du noch irgendwelche Links hast, die packe ich dann unten mit in die Information mit rein, auch die zu deiner Seite. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt, was du noch sagen möchtest? Ja, auch vielen Dank für die Möglichkeit hier zu sprechen, mit euch zu sprechen und auch, also diese Themenbereiche sind natürlich auch wiederum eng verzahnt. Also Verlust der Biodiversität ist auch ein Problem natürlich im Bereich der Zoonosen, Pandemien und andersrum. Also das, ja, die Themen sind sehr komplex, aber und sehr stark verzahnt und der gemeinsame Nenner ist tatsächlich diese Tierhaltung, die ja ein künstliches Konstrukt letztendlich ist, die kein natürliches Konstrukt ist und die uns eben riesige Probleme bereitet. Ja, okay. Dann vielen Dank. Dir noch einen schönen Vormittag und Bis dann. bis Danke. dann. Tschüss. Tschüss.